Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type Zero. Wir befinden uns nicht mehr in der Akademie, da wo wir aufgehört haben, sondern wir befinden uns in Iskar. Können wir mal kurz auf die Karte schauen. Ja, da ist die Iskar-Region. Wir haben gleich nebenan die Togarath-Region. Iskar hatten wir mal befreit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich habe es mir mal angeschaut neben der Aufnahme. Und ich habe mir auch ein paar andere Städte angeschaut. Habe festgestellt, es gibt in jeder Stadt einen Lassie-Stein, den wir sammeln können. Und das habe ich dann dementsprechend auch durchgeführt, überall die Lassie-Steine gesammelt, habe ein paar Missionen gemacht und habe ein kleines bisschen trainiert. Wenn wir uns mal kurz anschauen, die Gruppe, wir sehen es schon, Seven ist schon Level 40 mittlerweile. Die beiden anderen aus dem Hauptteam sind Level 37, die anderen so um Level 30 rum. Ich habe auch ganz oft die Missionen in der militischen Hauptstadt nochmal gespielt, weil es dort einfach ein TP-Tonikum zu finden gibt. Und das TP-Tonikum erhöhte die TP dauerhaft um 100. Dementsprechend wollte ich das natürlich auch ein paar Mal mitnehmen und habe damit dann auch ein bisschen an den TP meiner Mitglieder hier gefeilt. Neue Ausrüstung gibt's auch, deswegen hat Seven auch so viele TP, was jetzt nicht daran liegt, dass sie so viele Toniken abgekriegt hat. Ist Toniken die richtige Mehrzahl? Ich weiß es gar nicht. Sondern sie hat den Expander drin und der gibt TP plus 40%. Und bei den anderen habe ich dann auch mal geschaut, dass ich nach Möglichkeit den ein bisschen bessere Ausrüstungsgegenstände gebe. Ja, und warum wir uns hier in Iskar befinden, das schauen wir uns gleich mal an. Das liegt an dem netten Herrn davon, der eine Gestalt hat wie ein gemauertes Scheißhaus. Das liegt daran, dass das ein Lorikaner ist. Und dieser Lorikaner, der kann was mit den Lassie-Steinen, die wir finden, überall anfangen. Nämlich, er kann die Geschichte der Lassie, die diese Steine erzeugt haben, lesen und uns was davon erzählen. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut. Ich dachte mir, das heben wir uns mal fürs Let's Play, für die Aufnahme auf. Schauen wir doch mal, was genau er da erkennt. Was ist das für ein schreckliches Monster? Ein goldenes Huhn. Nein, kann es denn sein? Das ist die Esper Bahamut. Ein geschickter Kämpfer, ständig wachsam. Ein Aufeinandertreffen ist wohl unvermeidbar. Er redet nebenbei bemerkt von den Chocobo-Küken, die hier überall rumspringen. Das ist doch nicht Misuas Stein. Schon lange suche ich danach. Verzeih mir meine Unverschämtheit, aber könntest du ihn mir überlassen? Ja, natürlich. Schauen wir doch mal, was er denn da für uns hat. Oh, du überlässt ihn mir? Ich bin dir zu tiefem Dank verpflichtet. Die Gedanken, sie durchströmen mich. Misua, Lassie des Feuervogels. Nachdem ich der Kristall im Jahr 250 erwählte, das ist schon ein bisschen her, begann mein Leben an der Akademie. Nach 20 Jahren der Ungewissheit über meine Aufgabe wurde mir diese erst bewusst, als man an der Akademie begann, die magischen Urkräfte zu erforschen. Mir scheint, als hätte ich meine Bestimmungen damit erfüllt. So kann ich mich zur letzten Ruhe begeben. Okay, das ist interessant. Hast du die Gedanken gesehen, die in diesem Stein eingeschlossen sind? Bisher konnte ich einen Lassie-Stein ausfindig machen. In Gesamt-Oriens muss es noch 42 weitere geben. Ach du Schande. Na gut, wir haben ja noch ein paar. Kayaharas Stein als nächstes. Gut, schauen wir mal rein. Kayahara, Lassie des Feuervogels. Vor 15 Jahren nahm mich der Kristall in den Dienst einer Lassie und übertrug mir den Schutz des Volkes unter dem Feuervogel. Das Ergebnis meines fortwährenden Kampfes war die Gründung einer Republik im Zeichen des Roten Kristalls. Im Jahr 123 AL kann ich somit endlich ruhen. Okay, wir haben also wirklich hier die Begründer der Republik, wenn man so will, auch mit da drunter. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt alles Lassie des Feuervogels sind. Yu ist auf jeden Fall auch eine. Kurz bevor ich das 50. Lebensjahr erreichte, fand ich meine Erfüllung als Lassie des Feuervogels. In Bälde wird das Wissen um die magischen Kräfte, die uns der rote Kristall verleiht, vollends erfasst sein. Unter seiner erstarkten Macht konnten wir die Soldaten des Großreichs im Osten besiegen. Zusammen mit dem Namen des Feuervogels soll das Volk Rubrums meine Lehren an die nächste Generation weitergeben. Mich lasst nun ruhen. Ja, ich habe das auch gelesen, generell, Oriens ist ein Reich, das immer wieder von Kriegen heimgesucht wurde unter den vier Kristallstaaten. Und
Rubrum und Concordia haben auch mal im Krieg gelegen miteinander. Denn das Reich im Osten ist natürlich Concordia. Gut. Ich glaube, ein paar habe ich noch. Lurihas-Stein ist der nächste. Lissi des Himmelsdrachen oder der Himmelsdrachen. Siehst du mal, also nicht bloß aus Rubrum, sondern aus allen Kristallstaaten. Geboren wurde ich im Jahr 235 AL, glaube ich. Ich war vollkommen eingenommen von meiner Aufgabe, etwas noch im vom hochverehrten Seishu geschaffenen Narak zu verbannen. Ich konnte an nichts anderes denken. So lautete der Wille des Kristalls. Und nun bleibt für mich in dieser Welt nichts weiter zu tun. Okay. Was auch immer sie, er, es, was auch immer verbannen musste, wollte. Keine Ahnung. Yukas Stein ist der nächste. Ihr seht, ich habe ein bisschen gesagt. Yuka, Lissi des Feuervogels. Das Jahr 316 AL. Das Jahr, in welchem ich dem Ruf des Kristalls folgte und zu einer Lissi wurde. Mit mir meiner Bestimmung noch nicht bewusst, drängte mich eine innere Stimme in das Königreich Concordia. Und dort fand ich Klarheit. Wenn es mir gelingt, meine Macht als Lissi auszunutzen, ohne als Auserwählte des Kristalls enttarnt zu werden, kann ich das Königshaus Concordias ins Chaos stürzen. So lautet meine Bestimmung. Okay, die Kristalle scheinen also auch offen gegeneinander zu arbeiten. Ich dachte eigentlich, dass sie wirklich auf ein Gleichgewicht im Frieden aus sind, aber Gleichgewicht heißt offenbar nicht zwangsweise Frieden. Gut. Weiter geht's mit Mauna, Lissi des Feuervogels. Als junges Mädchen von 18 Jahren stand ich kurz vor dem Tod. Das war der Augenblick, als vor meinen Augen eine Bestie erschien. Daher wusste ich sofort, wie meine Bestimmung lautete, als ich im Jahr 340 zu Lissi wurde. Ich sollte die Energie, die sich aus dem Bewusstsein der Menschen nur dann ergießt, wenn sie an der Schwelle des Todes stehen, in Form von Wesen aus einer anderen Dimension manifestieren. Ihre gottgleiche Macht soll im Dienst des Feuervogels stehen. Ich opferte für die Erfüllung meiner Bestimmung meine Menschlichkeit, und so wird ein jeder von euch für die Beschwörung dieser Kreaturen seinen Blutzoll errichten. Seid gewarnt. Sie hat also die Esper geschaffen. Das ist ja auch interessant, die Mauna. Also hier kriegt man noch einiges an weiteren Informationen, so ein bisschen über die Geschichte auch. Okay, Yugino, Lissi des Feuervogels. Wir schreiben das Jahr 666, richtig? Ich bin schwer verletzt. Meine Aufgabe ist die Vernichtung aller Lissi. Doch wie viele wandeln auf dieser Welt? Diese Schmerzen. Wieso heilen meine Wunden nicht? Ich verstehe. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ich kann nun... Natürlich, wenn du ein Lissi warst, dann musst du natürlich auch sterben. Okay, spannend, was es so gibt hier alles. Okay, jetzt scheine ich keine mehr zu haben. 7 haben wir. 36 fehlen noch. Da kommen also noch einige Städte, in denen wir was sammeln können. Ich habe, glaube ich, wirklich in allen befreiten Städten bereits die Steine gesammelt. So, und dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Die Meroe-Region wird hier angezeigt. Zu der wollen wir jetzt aufbrechen. Dort haben wir nämlich einen Feldeinsatz, den ich gern mir anschauen würde. Schwingen wir uns doch mal auf den Chocobo. Ich meine, ich habe ein paar. Dieser Feldeinsatz ist eben die Befreiung der Stadt Meroe. Und ist sogar ein weiblicher, Wahnsinn. Diese Feldeinsätze, habe ich mitgekriegt, ermöglichen halt die Befreiung der Städte schon ein bisschen eher. Also, ich habe es mitgekriegt, die Feldeinsätze, die wir vorher hatten, das hätte halt auch irgendwelche Städte befreit. Wenn das Kapitel dann... Nein, lass mich mal schön in Ruhe hier. Wenn das Kapitel dann ausläuft, werden die Städte sowieso befreit. Aber so kann man eben schon eher hineingehen. Und hat halt noch eine hochlevelige, herausfordernde Aufgabe. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir wollen mal Meroe befreien gehen. Ich gebe zu, ich habe es mir schon mal angeschaut, um zu testen, ob ich denn überhaupt in der Lage bin dazu. Es ist eine Feldeinsatzmission Level 38. Mittlerweile sollten wir es also sowieso schaffen. Ich habe es ein kleines bisschen eher gemacht damals. Ich glaube, da war ich Level 35 rum gewesen. Also wir sollten das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. Ich kenne jetzt aber schon den grundsätzlichen Ablauf. Aber wir schauen es uns natürlich nochmal an. Unterstützung für die Kadetten. Der Fabula-Pakt wurde gebrochen. Abermals stehen sich Melitis und Rubrum an den Fronten gegenüber.
Damit erhält auch die Klasse 0 einen neuen Auftrag. 6 eurer Kadetten sollen sich der Klasse 2, die eine Operation zur Befreiung der Stadt Meroe anführen wird, anschließen. Mehr nicht, nur 6. Und dann nehmen wir natürlich unsere beiden Hauptteams. Ausrüstung ändere ich nicht, mittlerweile habe ich übrigens auch die Sommeruniformen für die letzten beiden noch freigespielt. Spezialform, nehmen wir mal die Trinität, ist eigentlich egal, ich werde die sowieso nicht benutzen. Gut, und dann gehen wir mit dem üblichen Team 7, King und 9 ins Zelt. Unterstützung durch die Akademie? Nö, verzichten wir drauf. Auf geht's. Class Zero, commencing maneuvers. Ich sag schon mal dazu. Class Second has made it in. Class Zero, back them up. Na klar. Ich sag schon mal dazu, das wird nicht anlaufen wie in den anderen Missionen, dass wir alles wegklatschen, was irgendwie kommt, sondern, so wie ich es mitgekriegt habe, kommen die Gegner hier unendlich weiter. In den Zwischenräumen. Also in den Zwischenplätzen hier. Und wir müssen an bestimmte Orte, wie wir sehen, an denen wir dann wirklich irgendwelche Gegner besiegen müssen. Schauen wir es uns an. Don't fall behind. So, wir können aber zumindest ein bisschen hier mal mit rumschlagen. Ah, hat nicht gereicht von der Länge her. So. Komm, zumindest den machen wir mal platt, den Oberleutnant. Jawohl, der hat schön gesessen. Gut, den Sieg hier haben wir damit schon mal errungen. Du gibst mir auch mal kurz, was auch immer du hast. Ein Traumakit, na gut, das lohnt sich ja jetzt nicht so. Okay, und dann machen wir uns mal auf den Weg hier gen Osten. Ich glaube, ja, das bietet sich am ehesten an. Los geht's. Ich werde jetzt auch keine großartigen Special Orders mit erfüllen, sondern ich werde mich wirklich jetzt darauf konzentrieren, möglichst schnell und effizient hier durchzurushen. So, den nehme ich jetzt trotzdem mal. Dann hat es mich denn umgehauen gerade. So, den nehme ich trotzdem mal mit, um zumindest die Anime von denen hier mit einzusammeln. So, schön. Da kommt die Sammelleidenschaft durch. Und ihr seht, hier ist richtig was los. Also hier sind richtig viele unterwegs und das endet auch nie. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es auf keiner dieser Karten geschafft, dann wirklich mal so weit zu kommen, dass kein Gegner mehr nachkommt. Ich ging ja eigentlich davon aus, dass es doch möglich sein muss, aber nö. Ab und zu können wir aber mal ein bisschen zumindest mitschlagen, denn wir haben ein großzügiges Zeitlimit. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht zu viel Zeit damit verschwenden will hier. Schön. Gut, und dann kommen auch schon die nächsten. Wie gesagt, es endet nie. Okay. Da haben wir auch schon unseren Endgegner. Das Modell kennen wir ja schon so ein bisschen. Das ist nicht neu. Das sind die Nimrods, glaube ich, einfach. Nur, dass hier eben ein Oberleutnant drinsteckt. Ja, komm, jetzt schieß doch mal. Damit ich mal in Ruhe von der Seite draufhauen kann hier. So. Dann wollen wir den Kerl mal an den Kragen gehen. Können eigentlich mal die Dornenpeitsche, die Knechtung ausprobieren. Das habe ich auch noch nie gemacht im Let's Play. Die sind nämlich eigentlich ganz praktisch. Wenn es den Gegner einen Stopp versetzt, das ist schon ziemlich günstig, muss ich sagen. So. Steht hier gleich einer im Gesicht rum. Wie gesagt, ich ziehe gleich durch, will es möglichst schnell machen. So ein paar Anime kann man ja mal immer mitnehmen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Da werde ich jetzt zugegebenermaßen keine besondere Wertung kriegen. Wahrscheinlich bloß so ein E oder D oder sowas. Aber naja. So, hier nehmen wir bloß mal den Großen mit. Reicht schon. Und mal dann, wenn es einen Offizier gibt, dann kommt es auch wirklich zu einem Ende. Ist ja logisch. Aber auf den Karten, wo es keine gibt, da ist es eben nicht so. Okay, gleich nach rechts und dann sind wir auch schon da. Hier. Nicht in die falsche Richtung gehen. So. Schalten wir mal das nächste Ziel aus hier. Ups.
Das war eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Einmal einfrosten, bitte. So. Schön. Das hat gesessen. Und damit haben wir den Kollegen auch schon. Alles klar. Bleibt noch ein Ziel, das wir ausschalten müssen. Na klar doch. Irgendwie hat man nicht so wirklich das Gefühl, dass man hier den Unterstützer für die Klasse 2 spielt. Eigentlich macht man ja hier den Hauptauftrag. Denn die stehen halt da und kämpfen an allen Fronten. Wir sind für bestimmte Ziele eingesetzt, ne? Ach nein, du hast mir meinen schönen Kill versaut. So, ich weiß gar nicht, ob das im Let's Play war. Ich glaube ja nicht. Aber ich habe für 7, dadurch, dass ich, ich glaube, 300 Verhängnistreffer freigeschaltet habe, oder geschafft habe, wieder eine neue Waffe freigeschaltet, die diesmal aber im Laden hier in der Kommandozentrale ist, zu kaufen ist. Also für die Punkte, die man für das Anfordern von Unterstützung kriegt. Das wollen wir dann auch gleich mal machen, sobald wir wieder in der Akademie sind. Aber ich habe schon mal geschaut, wie die aussieht. Die ist von den Angriffswerten her nicht unbedingt besser. Was sie aber auf jeden Fall hat, ist eine Verdoppelung der Erfahrungspunkte. Und dann wird Seven, glaube ich, richtig böse abgehen. Also dann wird die richtig was zulegen an Erfahrungspunkten. Hey! Frier mal schön fest hier. So. Dann haben wir noch gleich. Wunderschön, wunderschön. Du gibst mir noch deine Adoration. So, her mit den Befehlen. This isn't looking good. I'm not obligated to follow military protocol. I'm out of here. Very good, sir. Please use the airship waiting in the central plaza to escape. Reorganize the troops to the rear and buy us enough time to escape. Also, we don't need to give the city back to Rubrum. Burn it down! Aye, sir. Sympathisch. Solche Leute mögen wir doch besonders. Class Zero, commencing maneuvers. Nur, dass sie sich nicht nur aufs Brennen verstehen. Und wir werden gleich sehen, was sie stattdessen machen. Oh, da stand es gerade mit Bomben. Und diese Bomben sollten wir dringend ausschalten. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal nach links hier, denn da ist schon der erste. Das wäre etwas unschön, wenn wir diese Mission mit einem großen Knall beenden. They're planning on burning down the entire city. So, Datenverbindung. Über die Datenverbindung können Hindernisse, die den Erfolg einer Mission gefährden, aus dem Weg geräumt werden. Bewegst du dich zu weit vom Zielobjekt weg, muss die Verbindung erst wieder neu aufgebaut werden. Okay. Ich muss jetzt bloß mal... Gib mir doch bitte mal die Bombe hier. Hallo, Bombe? Jetzt. Okay. Wir müssen sie nämlich anvisieren, um sie überhaupt erstmal aktivieren zu können. Und die beiden Jungs, die machen das schon von alleine. Ich gehe bloß mal hier den Schuss aus dem Weg. Au! Oh nein, oder? Jetzt bin ich echt aus dem Radius rausgekommen durch den Fall. Ist ja nicht zu fassen. So, den habe ich auch noch nie richtig ausprobiert hier. Interessant. Wollt mal sehen, wie genau der Zauber funktioniert. Kann man mal machen. So, damit haben wir es auch schon. Und da verkriechen sie sich gleich, die Feiglinge. Also wir müssen bloß lang genug innerhalb dieses Radiuses bleiben. Dann wird die Bombe recht schnell deaktiviert. Das ist eigentlich nicht das großartige Problem. Denn wir haben gesehen, es kommen auch keine schweren Gegner, wenn das der Fall ist, da dass wir stehen bleiben müssen. Das können wir King und Nine ohne Probleme überlassen, dass sie es alleine machen. So, deswegen beeile ich mich auch mal, weil es eben keine
großartigen Herausforderungen hier in der Mission gibt, in Form von besonderen Gegnern, sondern weil es eigentlich nur stumpfes Abarbeiten jetzt ist. Ist halt einfach nur mit einem höheren Level versehen, das Ganze. So, jetzt muss ich bloß mal schauen, dass die mich in Ruhe lassen, die beiden Typen. Ich kann ja die Bombe zum Glück ein bisschen als Deckung benutzen dabei. So. Dann verziehen wir uns mal gen Norden, genau. Gehen wir gleich über den Weg, nicht auf dem, den der Radar anzeigt. Ja, haut mal drauf, richtig so. Ich ziehe trotzdem weiter. Und jetzt müssen wir nämlich nochmal nach hier oben und diesmal auch den offensichtlicheren Weg, nämlich da oben über die Erhöhung nehmen. Denn dort liegt die dritte Bombe. So, da haben wir es auch schon. Ansonsten gleiches Spiel wie vorher. Ich hüpfe einfach mal zwischen denen durch. Nein, kannst du bitte hier die Bombe analysieren? Dankeschön. So, können wir doch einfach mal hier einen Eisklumpen hinschmeißen. Das scheint sogar zu reichen, oder? So, sammle ich gleich nochmal ein bisschen Anime mit ein hier bei der Gelegenheit. Wunderbar, damit haben wir den Sieg errungen. Capture? Bleibt bloß noch dieser eine Auftrag. Order, Kupo! Ja? Die militärischen Beamten haben sich im Stadtzentrum gesammelt. Nehmt sie gefangen! So sieht's aus. Sie sollen nicht entkommen. Wir sollen den Anführer der ganzen Sache hier festhalten. Den Befehlshaber der Militen in Meroe. Und ich glaube, hier lang ist der beste Weg, ne? Ja, ja, genau. Da sind wir ja fast schon da. Und das ist auch wirklich die letzte Aufgabe jetzt innerhalb dieser Mission. Dann haben wir es geschafft. Dann sollte Meroe frei sein. Im Lupinenpark geht es zu Ende. So, brauchen wir nicht wirklich, aber wir können uns jetzt ja trotzdem mal heilen. Sniper Team, get to your post! So. Fire, fire! I'm already here? Buy some time! Bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Anime mit einsammeln. Oh, Seven schon auf Stufe 41, ist ja Wahnsinn. Gut. Ah, schade. Der hätte ich volle Kanne erwischen können, gerade mit dem Verhängnistreffer. Aber so richtig wollte es dann gerade doch nicht. Ja, das ist jetzt bloß ein Prügeln auf Masse hier eigentlich. Wir müssen bloß darauf achten, dass ich hier... Dankeschön, wurde ich schon geheilt. Dass ich nicht zu viel abkriege an Schaden durch die vielen kleinen Gegner. Ansonsten geht keine allzu große Gefahr aus. Schön. Was für ein Gemetzel. So, und jetzt haben wir auch endlich den Befehlshaber rausgelockt. Wenn wir den Oberst platt gemacht haben, ist es vorbei. Und damit ist es geschafft. Mission complete. Oder ausgeführt, Kupo. Ich wusste, ihr schafft es. Ganz wie gedacht, Zeit super, Chaos super, Anime mies. Gut, macht aber gar nichts, Missionsbewertung B ist völlig okay. Wir haben Meroe befreit und das war alles, was ich wollte. Ich wollte euch einfach mal so eine Feldmission zeigen. Die sind also nicht allzu spannend, muss man zugeben. Können aber ganz nützlich sein, wenn man eben schon ein bisschen eher in die Städte rein will, die da zu befreien sind. So, Magie aktualisiert, Feuer-GWR 2 freigeschaltet. Schön.